Ja, Leute! Wow, das ist ziemlich laut gerade, finde ich. Ich werde mal kurz etwas leiser machen. So. So ist das doch gleich schon wieder viel angenehmer. Ein Moment, ich muss hier nochmal... Ja, ich weiß, ich bin wirklich verdammt gut vorbereitet. Machen wir das so. Und es geht jetzt weiter. Tut mir leid, Leute, dass ihr das wieder miterleben musstet. Aber ihr wisst ja, so professionell wie ich bin, musste das jetzt sein. Ja, dann laufen wir jetzt mal weiter, gucken, was wir dann hier so finden. Sag doch. Nichts. Ein Haufen nichts. Oh, Barrett, Drecksball, dann den Ding. Ne, hier schon einsetzen wieder. Boom, besiegt. Yeah, auch umgehauen. Na, schiebst du von allein? Boom, und weg. Boah, so viel. Ja, man kann jetzt natürlich ein bisschen trainieren, damit man immer stark genug ist, um die Gegner zu besiegen. Es geht auch so. Aber, ja. Man muss es nicht tun, sagen wir mal so. Ich werde es jetzt einfach nur, ich werde es nicht trainieren, im Sinne von ganz viele Gegner so besiegen oder so viele wie ich nur kann. Ich werde es aber so machen, dass ich, auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, ich werde alle Gegner besiegen, die ich so sehe, solange ich mir das, von dem Leben her erlauben kann und so. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie großartig trainieren, weil das wird nämlich ziemlich langweilig. So, und wir kommen zu dem, zu der Schokobo-Farm. Ja, es ist eine Schokobo-Farm. Und das ist ein Schokobus. Oh, sie sind wie süß. Oh, ich liebe sie so. Sie sind so knuffig. Fuck. Ja, oh Gott, wie war das? Fuck. Genau. Stellen Sie sie für mich. Ich liebe sie. Die ist so knuffig. Ah ja, Schokobus. Schokobus sind in jedem Final Fantasy-Teil enthalten. Weil es einfach... Ach, wie soll ich sagen? Gefällt mir einfach. Batterie Schokobmock erhalten. Ja, dadurch haben wir jetzt quasi... Ah ja, stimmt. Dadurch haben wir jetzt, können wir jetzt eine Beschwörung? Das ist auch eine Materie. Ja, willst du den Sumpf durchqueren? Ja. Dann ist es wohl besser, wenn du dir einen Schokobo holst. Dann kannst du mit dem Schokobo durch den Sumpf flitzen. Das ist die einzige Möglichkeit, nicht von Midgar-Solem angegriffen zu werden. Midgar-Solem? Ein mehr als 10 Meter großes Schlangewesen. Es folgt den Fußstapfen im Sumpf. Und dann, zack, greift er an. Damit das nicht passiert, kauft ihr von der Schoko-Bill und Schoko-Billy-Schoko-Farm einen Schokobo. Wenn du einen Schokobo kaufen möchtest, sprich mit meinem Enkel. Der ist drüben im Schokobo-Stall, ganz rechts auf der Farm. Ja, ja, das weiß ich auch. Aber das ist so... Davon muss man nicht mit. Muss ich nicht so sehr. Feindes Können. Also, Feindes Können ist ja die Fähigkeit, womit man verschiedene Fähigkeiten wieder einsetzen kann. Man muss darauf achten, dass man einige mitnimmt. Weil einige kann man halt später nicht mehr bekommen. Aber das ist jetzt so... Ja, damit. Ja, Pech. Die. Wir haben keinen Schokobus mehr. Ich hüte die da draußen für jemand anderes. Wenn du wirklich einen Schokobo willst, solltest du einen fangen. Ja, geil. Willst du wissen, wie man einen Schokobo fängt? Wo sind sie? Siehst du die Krallenabdrücke da draußen? Dort leben wilde Schokobos. Aber wenn du keine Schokoköte hast, kommen sie nicht heraus. Sie sind von Natur aus sehr vorsichtige Tiere. Schokoköte? Erzähl weiter. Ein Schokoköter ist eine Materia, die Schokobus anlockt. Wenn du sie besitzt, kommen sie zu dir, aber ohne sie kommen sie nicht. Willst du wissen, wie man einen Schokobo fängt? Wie fange ich einen? Ein wilder Schokobo ist stets in Begleitung von Ungeheuern. Du wirst keinen einfangen können, solange ein Ungeheuer da ist. Deshalb musst du erst die Ungeheuer besiegen, um einen Schokobo einzufangen. Und dann? Wilde Schokobos sind sehr scheu, sie rennen sofort weg. Nicht aber, wenn du ihnen Gemüse gibst, dann bleiben sie.
Willst du wissen, wie man eine Chocobo fängt? Was noch? Ärgere keine Chocobos, wenn du sie ärgerst, verletzen sie dich. Und denk dran, sobald du von einem absteigst, flötet er. Ja, gut. Dann gehen wir zum Geschäftling über. Ich bitte dir den Chocobo-Köder für 2000 Geld. Nö. Wenn du keinen hast, wirst du auch keinen fangen. Ja, ich würde ihn ja gerne kaufen, aber wir haben noch nicht genug Geld dafür, weil wir ja erst alles ausgegeben haben. Man kann den Chocobo-Köder später auch noch bekommen. Wir werden ihn später holen. Denn, also ich hoffe, dass ich das jetzt, dass es jetzt nicht hier Murphys Gesetz ist, ne, eintrifft und es ist nämlich so, das hier ist der Midgar-Soda, man sieht ihn ja jetzt wieder da im Sumpf hin und her, das Lovely Dude. Ich werde jetzt hier speichern, ich habe die Karte groß gemacht, das wollte ich nicht, sorry. So, man kann ihn speichern, man kann nämlich auch durchlaufen, ohne dass der Midgar-Soda einen angreift. Ich werde euch das gleich jetzt mal kurz zeigen, dass was passiert, wenn man. Nein, Quatsch. So. Also ich werde das jetzt gleich euch erstmal zeigen, was passiert, wenn man in so einfach so reingeht. Und dann werde ich euch zeigen, wie es. Habe ich selber damals rausgefunden. Weil es mir immer zu anstrengend war, diesen Chocobo zu fangen. Ich hatte da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Deswegen werde ich dir das ja gleich sehen, wie man einen Chocobo wie man darüber kommt, ohne einen Chocobo zu fangen. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich das jetzt packe, weil das ist gar nicht, es ist ja nicht so schwer, ne? Aber ihr kennt ja meinen Skill. Deswegen, so. Ich kann dann natürlich jetzt auch noch einen Fight machen, da hätte ich genug Kohle, um den Köder zu holen. Könnte mit dem Köder dann Chocobo holen, aber warum? So, das ist jetzt das Vieh. Und wenn man sehen kann, wenn ich jetzt hier reingehe, geht er ganz aggressiv auf mich zu. Seht ihr das? So. Und das wollen wir nicht. Deswegen warten wir jetzt quasi. Bis er wiederkommt. Ich habe es gespeichert, ne? So, speichern. Ich habe es nämlich vergessen, ob ich gespeichert habe. So. Und nun schwimmt er da wieder lang. Und schwimmt er in die Ecke. Und nun gehen wir rüber. Ich schaff das nicht. Nö. Jetzt bin ich auch noch zur Seite gegangen. Ja. Habe ich jetzt verkackt. Naja, bei dem stirbt man auf jeden Fall. Wenn man. Kann man abhauen? Weiß ich es gar nicht. Also, wenn man nicht abhauen kann, auf diesem Level schafft man den auf jeden Fall nicht, wie man sehen kann. Jetzt mal down. Oh, man kann abhauen, Tatsache. Cool, dann kommt man hier wieder an. Okay, dann versuche ich das gleich nochmal. Wie gesagt, ich will euch das ja jetzt gerne zeigen, dass das halt funktioniert. Man muss einfach nur warten, bis der, also man folgt dem quasi so mit der Kamera, ne? Bis der dann irgendwann da so rüber geht und zwar hinten in diese Ecke schwimmt. Und dann muss man schnell rüberlaufen. Es funktioniert wirklich. Also ja, es funktioniert. Ich weiß es, ich habe das ein paar Mal gemacht. Man muss einfach nur warten, bis er rüber schwimmt. Müsste jetzt gleich soweit sein. Na nun geh. Aber schön, wie das dargestellt wurde, oder? Also ich mag das wirklich. Nö. Und wir probieren es nochmal aus. Ja. Seht ihr? Und es funktioniert. Und schon ist man drüben. Man muss eben warten, bis er da in die Ecke läuft und er schafft das nicht mehr rüber zu laufen. Ja, und da ist halt ein anderer. Yep. Hat die Wirre das getan? Ja, der ist gar nicht mal so schwach, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, dieser Sifiro ist ganz schön stark. Das ist eine Macht, die wir respektieren sollten. Jo, das tun wir. Und weil wir das tun, gehen wir auch direkt weiter. Erstmal hier hoch. Ein Äther. Oder Äther. Und ein Saut. Ja, hier mal eine Rakete.
Wir sind ja schon wieder alle hier. Oder vor allem du bist ziemlich am dran. Erlebst du das? Ja. Easy. Oh, nach dem Kampf müssen wir auch schon wieder ein paar beenden. Traurig aber war, es geht immer sehr schnell, ich weiß. Aber ich hoffe, dass, wenn ihr euch das anguckt, ich mittlerweile so weit bin, dass ich ein paar Parte mehr hochgeladen habe, beziehungsweise vielleicht schon alle hochgeladen sind. Das wäre ja natürlich sehr schön, für euch auch. Übrigens, Mobgruppen, wenn das viele sind, das heißt vier oder mehr, sollte man das auch, die meistens bekämpfen, weil man dann quasi sehr, sehr, sehr viele EP bekommt. Ich werde euch später noch einen Punkt zeigen. Dort wird man sehr, sehr stark leveln. Was man auch tun sollte, weil kurz darauf in der nächsten Stadt dann auch wieder etwas ziemlich Geiles passieren wird. Das werde ich euch dann auch wieder erzählen. Wenn es dann soweit ist. Ach ja, ich wollte den Part beenden. Oh, voll eine reingewirkt. Boom. Überleben noch weiter. Aber das schaffen sie nicht. Haha. Na, wie viel ziehen wir jetzt mit Auto? 61. Wow. Ich finde das klasse mit diesem Level-System. Das gibt es ja leider. Also, das ist leider. Gibt es ja auch noch in Final Fantasy X. Es ist ja das erste Mal, dass es anders gemacht wurde. Einen Moment. Und das finde ich da ein bisschen schade. Ich finde, dass in 7, 8 und 9 sind die Level-Systeme, also nicht die Level-Systeme, sondern die Skill-Systeme quasi, sehr verschieden. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Ach ja, ich wollte den Part beenden. Ich werde hier den Part jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn ja, schaltet beim nächsten Part wieder rein. Dann werden wir die Turks wieder etwas... werden wir die Turks aufmischen? Ja, nein? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Im nächsten Part.